Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, wir sind immer noch dabei, die Schule abzusichern gegen den bevorstehenden Angriff. Jedenfalls vermuten wir, dass wir angegriffen werden, aber so wird es wahrscheinlich auch kommen. Und Leute, wenn ihr es genauso geil findet wie ich, dass wir uns The Walking Dead reinziehen, dann lasst mir doch schon mal einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, weil das unterstützt meine Videos. Dadurch werden meine Videos auch anderen Leuten vorgeschlagen. Ja, und das würde mir und meinem Kanal helfen zu wachsen und andere Leute würden das auch sehen können. Ja, und wir starten gleich rein. Wir kontrollieren die Mauern? Ja, von da oben. Die beste Aussicht. Sieht aber nicht so safe aus, muss ich mal sagen. Bereit zum Klettern? Klar, immer. Ich war noch nie bereiter. Sieht gefährlich aus. Nein, gar nicht. Was ist gefährlicher als Beißer? Oder die Rostlaube, die du fährst? Ey, die war toll. Stimmt. Du bist kein feiges Huhn, oder? Nein. Oh, da fallen mir Chicken Nuggets ein. Erinnerst du dich noch? Nicht wirklich. Ich schon. Oh, toll, jetzt will ich Nuggets. Bei uns sonntags. Oma hatte nach der Kirche und vorm Bibelkreis keine Zeit zum Kochen. Deshalb Fast Food. Mann, für ein Nugget würde ich ein Auge hergeben. Wirklich? Oh, denke schon. Ja. Also ich, Nuggets sind geil, aber ich würde dafür kein Auge opfern. Und eh. Gott sei Dank, sie war nicht so dick. Also wäre ich da jetzt rüber gesprungen, unter mir wäre das bestimmt zusammengebrochen. Wobei, ich hätte mir dabei wahrscheinlich noch das Bein gebrochen oder so. Umgeknickt, wäre runtergefallen, tot. Bäh. Stacheldraht, Fallen, Waffen. Alles, was wir geplant haben. Das haben wir dir zu verdanken. Du hast es möglich gemacht. Du hältst heute Abend Wache, oder? Ja, AJ und ich. Oh, da wird bestimmt was passieren. Hast du vorher Zeit zum Abhängen? Klar. Klar. Schön. Manchmal brauche ich meine Ruhe. Etwas Abstand von den anderen. Kann man verstehen. Clem. Ja? Du kamst wegen der Medizin zurück. Wegen AJ. Aber dann hättet ihr gehen können. Das hätte dir den Mist mit den Plünderern erspart. Warum bist du hier? Tut mir leid, wenn ich zu direkt bin. Du musst nicht antworten. Jeder hat so seine Gründe. Wo soll ich denn hin, wenn du hier bist? Das ist schön. Kennst du irgendwelche Sternbilder? Nee, du? Ja. Ich habe in der Schule welche gelernt und dann vergessen. Erfinden wir welche. Komm mal her. Hier kann man sitzen, ohne dass man abstürzt. Ist es nicht so, dass jeder ein besonderes Sternzeichen hat? Das bestimmt den Charakter. Das ist Astrologie, nicht Astronomie. Scheiß drauf, wir bestimmen das selbst. Regeln, Zeichen, genau. Eigenschaften. Weiß eh kein Schwein mehr, wie es früher war. Okay, los geht's. Kann ich jetzt Sterne malen? Da, siehst du? Ein Fisch. Hä? Ja, doch, ja, jetzt wo du es sagst. Ist ja geil. Zack. 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 Dann halt so. So, jetzt braucht er einen Charakter. Klug, hübsch, ein geselliger Typ. Hat immer viel Energie. Klingt das wie jemand, den wir kennen?
Das mit der Energie ist leicht. Geselliger Typ, dagegen nicht. Das klingt nach mir. Viel Energie? Echt jetzt? Du pennst immer lange. Gar nicht. Doch, einmal. Obwohl du dran warst, Wache zu schieben. Tja, so bin ich. Gut, weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Messer. Oh, das ist AJ. Da oben. Direkt über deinem Kopf. Ja, die sind alle über meinem Kopf. Warte mal, ich überlege gerade. Echt jetzt so? Über das ganze Ding, ja? Dann fahren wir mal so an. Irgendwie ist das schon wieder cool. Da haben sich was Cooles einfallen lassen. Super. Ganz ehrlich, wer von euch hat sich die Sterne denn mal angeguckt? In der letzten Zeit. Ich gucke mir sowas übrigens gerne an. Lässt sich nichts gefallen, kriegt Zeug gebacken. Das klingt nach dir. Ah, das gefällt mir. Ja. Okay, einmal noch. Da ist ein Vogel. Ein echter Vogel? Nein, aus Sternen. Ach du Scheiße, das ist jetzt kompliziert. Warte mal. Das könnte der Kopf sein, auf jeden Fall. Warte. Kopf. Schnabel. Echt, jetzt wird extra so angezeigt, was ich machen soll. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Alter, ist noch was. Ein Vogel ist frei. Er kann fliegen, wohin er will. Weiter und weiter, ohne zurückzukommen. Nach Süden, Osten, Westen, ganz egal. Man könnte in den Sonnenuntergang fliegen und sehen, wo er endet. Das sind wir alle. Wir wünschen uns alle, wir könnten hier wegfliegen. Vielleicht lernen wir irgendwann gemeinsam zu fliegen. Entschuldige, ich wollte nicht so viel reden. Alles cool. Ich musste nur oft mit ansehen, wie Leute gehen. Familie, Freunde. Sie kommen nie wieder. Aber du kamst wieder. Und jetzt kann ich's mir ohne dich nicht mehr vorstellen. Oh Gott. Oh Mann. Soll ich das sagen? Das klingt echt bescheuert, wenn man es laut sagt. Ach, du weißt, ach, was komm. Ich meine. Ich erlebe dich. Ich denke oder hoffe, wir sind nicht nur Freunde. Und ich will. Oh Gott. Kissy. Jetzt. Entschuldigung. Oder? Verdammt. Sehr romantisch. Also, verdammt. War das positiv? Komm schon, du hast... Ja! Auch ein bisschen Glück in der Zombie-Apokalypse. Seid ihr hier? Verdammt. Wird wohl Zeit, dass du Wache schiebst. Bereit? Ich bin bereit. Ja. Ja, Violet ist mir auch sympathischer als, ach, wie ist er, der Klavierspielen gegangen ist. Ah. Ach. Es ist der lieben Raum. Die Plünderer. Der Typ, er wird bei ihnen sein. Abel, ja. Deine Albträume. Sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja.
Ich hasse das verfickte Kackarschloch. Verdammt nochmal. Wow. Harte Worte aus dem kleinen Mund. Oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Tu ich aber. Versuch an was anderes zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. Wie viel waren's? 4. Es ist okay, wenn Ava Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Ich bringe ihn um. Okay? AJ, mir gefällt nicht, wie du redest. Töten ist nie leicht oder spaßig. Tu nicht so, als ob. Meinst du, weil ich wegen Marlin gut sein soll? Ich meine, dass du Töten immer ernst nehmen musst. Sollte man nicht einfach mal kurz nebenbei so machen? Jetzt sind es 12. Und wenn wir Schere, Stein, Papier spielen? Wenn ich gewinne, darf ich Abel zuerst angreifen. Ich schaffe das, Clem. Bitte. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Immer noch nein. Komm schon. Irgendwann kannst du nicht mehr nein sagen. Was hast du gesagt? Nichts. War nicht so gemeint. Clem, ich sehe was. Kein Beißer? Hier, guck mal. Es ist kein Beißer. Sag ich ja. Gute Arbeit, AJ. Komm, wir müssen Bescheid sagen. Boah, bin ich hier gespannt, aber das war nur einer? Sind sie endlich da? Ja. Pass auf dich auf. Oh, sie schnauft die so. Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute, alle bewaffnet und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht, sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren, das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau, zu unseren Fallen. Das wird eine fiese Überraschung für die. Die Kleidersäcke werden sie platt machen. So, noch schnell ein paar weise Worte. Du hast sie ja schon mal besiegt. Mehr oder weniger. Louis, Schnauze. Egal was passiert, packen wir einander. Scheiße, Dad! Verdammt! Nein! Scheiße! Mist! Mist! Scharfschütze? Verstecken! Oma, ich mach das! Versteck dich! Scharfschütze auf dem Baum. Macht auf, Kinder! Das muss hier nicht weiter aufhalten! Ein Bogen! Los! Geh! Alter, den im Baum hole ich mir. Hast ein viel Zeit. Geh! Los! Shift Q, tu es! War der Typ da nicht gerade? Kann ich gleich mal ein bisschen aimen hier, oder? Ich hoffe, der Typ mit den Zombies kommt noch, ey. Ist okay. Beweg dich nicht und sei leise. Mal Lilly gleich ein Pfeil in die Kopf schmeißen. Das sind bloß Vogelscheuchen. Die meinen's wohl ernst. Verteilt euch.
nicht bewegst, schieße ich! So weit wird's nicht kommen! Wo sind unsere Rekruten? Gibt keine Rekruten. Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Schießt auf Clementine, falls sie sich bewegt. Wir finden sie, Clementine, und dann holen wir sie. Und dich. Und deinen kleinen Schisser. Ich schieß mal. Lily! Okay, ich hab's versucht. Ich wollt wissen, was passiert. Ihr wollt's doch auch wissen. Jetzt hab ich's getan. Ich hab's nur für euch getan. So, nochmal. Wo sind unsere Rekruten? Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Oh, ich will die aber auch nicht vor den Fallen warnen. Schießt auf Clementine, falls sie sich bewegt. Wir finden sie, Clementine, und dann holen wir sie. Und dich. Nehmt mich! Ihr wollt Soldaten? Okay, nehmt mich mit. Aber lasst den Rest in Ruhe. Das würdest du tun? Du kommst mit, wenn die anderen bleiben? Ja. Du bist anders. Ich bin erwachsen. Das sehe ich. Mann, du bist genau wie er. Total toll. Liebe am Boden zerstört, weil er bei dir alles falsch gemacht hat. Nein. Das kleine süße Mädel, das er beschützt hat, entpuppt sich als Biest. Du hast recht, Lily. Ich bin genau wie er. Wenn er mich sehen könnte, wäre er stolz auf mich. Warum? Weil du fast aufgegeben hast? Dich gestellt hast, um deine Freunde zu retten? Ja, da haben sich all seine Opfer sicher gelohnt. Hau ab! Jemand hilft mir sicher, die anderen zu finden, auch wenn du dich zierst. Hier haben wir schon mal Leute rekrutiert. Minnie wollte heute mitkommen und dir sagen, wie ihr unser Leben gefällt, wie glücklich sie ist. Sie meinte, sie hätte hier eine Freundin. Freunde, die ihr fehlen. Ein Typ, der sie immer zum Lachen gebracht hat. Immer. Und ihr kleiner Bruder. Er fehlt ihr am meisten. Nein! Aha, das ist doch gelogen. Wo sind sie? Ich bring dich zu ihnen. Kann nicht. Bringt sie zurück. Bitte. Es wird leichter, wenn ihr zusammen seid. Was ist, wenn ich jetzt schieße? Du fehlst ihnen. Hör nicht auf sie, Ten. Du weißt, dass sie lügt. Sie hat dir deine Schwestern genommen. Sie ist schuld. Jetzt Pfeil in den Kopf. Los, ich will weiterschießen. Alter, bist du blöd! Verdammt! Schieß doch! Mitch! Mitch! Nein! Tötet, wenn ihr müsst! Nehmt die anderen mit! Alter, ich will die töten und nicht nur verletzen. Wisst ihr, die erschießen uns, wenn es sein muss, wisst ihr? Und wir machen hier bloß ein bisschen verkrüppeln oder was? Nee, so läuft das nicht. Nicht mit mir. Dir werden wir den zweiten Arm noch abschießen. Verspreche ich dir. Oder wenigstens brechen. Ah!
Nice. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Töte wieder das Mädchen. Boah, das habt ihr gut gemacht, aber wirklich. Total für den Arsch. Hab Lilly gesagt, ihr würdet nicht kooperieren. AJ, die Tür! Schließ ab! Alter, weggepokt. Lilly ist diesmal nicht da. Reden wir ein bisschen. Naja. Nur du und ich. Ganz allein. Machen wir Sack treten. Ich fang an. Verdammtes. Ich hab's dir doch gesagt. Clem, ich kann nicht. Bleib weg! Na. Oh. Schnell. Au. Weißt du, wenn ich jemanden wie dich sehe, schwach, klein, ängstlich und lebendig. Wusste geil, wa? Nein, sind bestimmt viele gestorben, damit du überlebst. Boah. Was AJ tust, yes. Nicht das Auge, nicht das Auge. Alter, lass mein Auge in Ruhe. Ha, sag ich doch, Sack treten. Nein! Oh, lass uns weich auf dem Land, bitte. Hast du verdient, du Sack. Oh, Mist. Ich will jetzt nicht sagen, du hast angefangen, aber... Das sollte leichter sein. Du bringst mich nicht um, das weiß ich. Warum? Wir waren einmal wie eine Familie. Du tust mir nichts. Oh. Scheiße! Alter, tritt ihm in die Fresse. Nochmal, komm. Richtig Rinder. Yes, Rosi, siehste, ich hab's dir doch gesagt. Dein Arm wird drunter leiden. Können wir da auch noch retten? Weniger Verluste! Rückzug! Schnell! Rückzug! Jo Leute, irgendwie ist gerade OBS abgeschmiert, fragt mich nicht wieso, das ging gerade noch weiter, ich habe jetzt ich habe einfach bloß ein paar Zombies gekillt oder beziehungsweise ein paar Pfeile in den Kopf gejagt, die anderen haben sich auch gegen die Zombies gewehrt, Messer in Köpfe, Steine sind geflogen, Steine haben Köpfe zerklatscht, es geht jetzt einfach mal an der Stelle weiter und für euch habe ich es auf jeden Fall an das andere Video mit rangeschnitten, wir werden die Horde hier noch fertig machen. Oh.
Boah, das muss mir einer sagen, dass hinten einer kommt hier, ey. Okay, 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 okay. Ja, genau. Ich glaube, das habt ihr verpasst, aber sonst... Komm schon. Jetzt müssen wir erstmal gucken, sind hier noch irgendwo andere Zombies? Oh, Kuh. Oh, Kuh. Alter, ich brenne. Alter, ist das mies. Das ist so mies. Noch irgendwo ein Zombie? Oh Mann, Leute, ey. Jo, haben wir erstmal alle soweit? Fuck, Alter, die haben... Haben die echt noch Luis gekriegt, ey. Na, feines Mädchen bist du. Clem, es tut mir leid, dass ich ihr vertraut habe. Kann der Kinder übel nehmen. Ach Mann. Sie haben sie geholt. Asim und Oma und... Verdammt, Louis. Ich weiß. Wir verfolgen sie. Wenn wir es wüssten, würde ich persönlich ihre Wände einreißen. Wir wissen es aber nicht. Tja, wir haben jemanden, der das weiß. Tja, mit Arm im Arsch, die Beine im Arsch, Auge im Arsch. Du bist am Arsch, mein Freund. Episode 2. Lass die Kinder zu mir kommen. Haben wir geschafft. Du und 64% der Spieler ließen AJ die Waffe behalten. 33% der Spieler haben Luis... AJs Waffe gegeben. 1% der Spieler haben nicht eingegriffen, als AJ seine Waffe behalten wollte. 2% der Spieler haben nicht eingegriffen, als AJ seine Waffe Luis geben wollte. Okay. Krass. Du und 50% der Spieler haben Violet gesagt, sie sollen auf Lily schießen, aber Luis wurde erschossen. War echt 50-50, wa? Die anderen 50% der Spieler haben Luis und Violet befohlen, vor Lily und Abel wegzurennen. Du und 93% der Spieler haben den Beißer verschont, weil James es so wollte. 6% der Spieler haben den Beißer getötet, obwohl James es nicht wollte. Und 2% der Spieler haben James den Stein werfen lassen, um den Beißer abzulenken. Also hätten wir uns nicht entschieden... Hätte James es getan. Du und 57% der Spieler haben mit Violet in den Sternenhimmel geschaut. 43% der Spieler haben Luis beim Klavierstimmen geholfen. Hätte sich's vielleicht besser angehört, wa?
Du und 53% der Spieler haben Violet und nicht Luis gerettet. 47% der Spieler haben Luis und nicht Violet gerettet, natürlich. Du und 64% der Spieler ließen AJ die Waffe behalten. Du und 50% der Spieler haben Violet gesagt. Das ist die Zusammenfassung jetzt einfach nur. Oh nee, halt. Ba ba ba. Haben Violet. Achso, ich dachte jetzt. Da steht jetzt, dass wir sie lieben, dass wir das gesagt haben. So, du und 59% der Spieler ließen Ten verzackt zurück. Ten dachte nach, als du meintest, die Leute müssen neue Regeln aufstellen. Tem empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teilst, das Beißer-Zeitalter endet irgendwann. Ja, man hofft es ja immer, ne? Dass das Zeitalter mit den Beißern irgendwann vorbei sein wird. Violet sind auf Rache. Violet war erleichtert, als du und AJ zur Schule zurückgekehrt seid. Violet war außer sich, als du ihr deine Gefühle gestanden hast. Oh, aber sie hat sie erwidert. So ein bisschen irgendwie, ne? Du und 56% der Spieler ließen Lily nicht überzeugt zurück. Lily schwelgt in Erinnerung, weil du sie erkannt hast. Lily war dankbar, dass du ihre Hilfe beim Aufstehen angenommen hast. Dank dir und 30% der Spieler fühlt sich James vertrauenswürdig. James fühlt sich nützlich, weil er AJ mit dem Apfel füttern durfte. James horchte auf, als du sagtest, du stammst ursprünglich aus Georgia. Mitch ist leider gestorben. Mitch war überrascht, als AJ eingestand, dass es falsch war, Marlon zu töten. Mitch war irritiert, dass du Ruby beim Begraben des Beißers geholfen hast. Du und 69% der Spieler ließen AJ reumütig zurück. AJ beruhigt sich, nachdem er in deinem Bett geschlafen hat. Er riskierte, als du nicht anerkannt hast, dass er Abel getötet hat. Was? Ach, er resignierte. Entschuldigung. Du und 85% der Spieler ließen Luis Entführung zu. Naja, irgendeiner musste entführt worden. Ja, und ich wollte nicht, dass unser Violet das ist. Luis war betrübt, weil du einfach nichts gesagt hast, als er bei dir im Zimmer war. Ja, ich habe gedrückt, aber irgendwie hat es nicht reagiert. Naja, wer weiß. Luis fühlt sich entmutigt, dass du lieber Zeit mit Violet als mit ihm verbringen wolltest. Luis fühlt sich wegen der Entführung wie weggeworfen. Hey, hab ich dich entführen lassen? Nee, ich wollte nicht, dass du entführt wurdest, aber du wurdest entführt. Abel wurde gefangen, und zwar von uns. Abel war erzürnt, als du Violet sagtest, sie sollte Lily erschießen. Abel war verwirrt, als du Lily sagtest, sie sollte dich mitnehmen und die anderen hier lassen. Mein Gott, das ist ja mal eine Zusammenfassung. Du und 90% der Spieler ließen Ruby dankbar zurück. Ruby war bestürzt, als AJ die Schuld für den Tod Marlons auf sich genommen hat. Ruby fühlte Trost, als du dein Mitleid für den Fund der Krankenschwester ausgedrückt hast. Der Zustand der Schule. Oma wurde entführt. Rosie war glücklich, weil du sie im Hof gestreichelt hast. Ja, Rosie ist auch eine Süße, ne? Willy war sauer, weil du seinen Baumstamm... Ja, die waren zu groß. Azim wurde entführt. Du hast in der Episode 3 von 3 Gegenständen gefunden. Oh, cool. Okay, Leute, und an der Stelle endet auch diese Folge. Irgendwie ist gerade Epic Games abgestürzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal.